Hallo und herzlich willkommen im Kompetenzzentrum der Kinologie. Das hier ist Gamma von den Lewitzwiesen als ganz kleiner Welpe und mein Name Ueli Bertschi. Gamma habe ich mich entschieden, an der Reizangel zu arbeiten, weil sie wirklich super, super drauf anspricht. Keine Scheu vor dem Wasser hat, das ist wirklich absolut das erste Mal, dass sie im Wasser war. Die greift sich die Schwinge an der Reizangel mit Vergnügen, überhaupt kein Problem. Dann ist es auch der richtige Weg, an das Wasser zu gewöhnen und den Aufbau so zu machen. Selbstverständlich gibt es ganz, ganz viele andere Möglichkeiten. Hier bei Gamma hat das aber super geklappt. Kein Zwang, sondern einfach nur, was sie selber gerne möchte. Hier ist natürlich ein super geniales Gewässer. Das ist Bedingung. Ihr müsst nicht unbedingt in die Ardèche Alpen fahren, für sowas anzutreffen. Bei uns war es halt einfach zufälligerweise gerade im Urlaub, als wir den Wasseraufbau mit Gamma machten und natürlich auch jetzt hier wirklich sensationell, wie der Hund anspricht auf die Schwinge, wie es ihm gefällt, wie er kein Problem mit dem Wasser hat, wie er Beute machen kann, dort bestätigt wird und dann halt auch sich wieder trocken laufen kann, nicht zu viele Übungen machen. Ja, also hier nochmal zur Repetition. Bei Gamma hat es jetzt genügt, mit der Reizangel den Hund zu reizen, so ins Wasser zu kriegen, nicht vergessen, trocken zu laufen zu lassen. Ein Kampf, dass die Motivation noch steigt. Und das Wetter sollte auch nicht zu kalt sein. Das Wasser selbstverständlich auch nicht. So wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Umsetzen. Wie gesagt, das ist eine Methode. Beim einen Hund funktioniert das super, beim anderen muss man was anderes finden. Wir kommen sicher in späteren Videos auch noch darauf zu sprechen, was es noch für Möglichkeiten gibt. In dem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß und toi toi toi. Eure Gamma und Olive.